Alter Grace. Hallöchen. Hat sich aufgehängt. Oh, Besuch. Zum Schlafen. Was für ein seltenes, seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Spaß. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Oh wei, ein alter verwirrter Greis. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. So siehst du aus. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, und ich fürchte, dass ein bisschen selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Da wird die nächste Mal Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent. Warum kommt der Frank also darauf? So ist er also darauf gekommen. Tempelritter. Okay. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. Natürlich. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Ganz genau. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war sehr, der sehr Heldenmut spannend bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die drei E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich in Essen nicht, ist das Wichtigste. Essen ist geil. Nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Okay, aber die Tempelritter werden wir erst nichts erfahren. Da müssen wir erstmal hier dieses 1, 2, 3 Rätsel hier, die drei Gedächtnisstützen müssen wir hier erstmal aufbauen. Wahrscheinlich mit den Sachen, die hier im Raum rumstehen. Und das wird ja spaßig. Hinweise, Erinnerungen, Hinweise.
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. Jemand hat den Stream geliked. Um genau zu sein. Notizblock. Tja. Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4. Ach du, so eine Schande wieder. So ein Ding. Ja, hatten wir zuletzt bei Deponia. Deponia 1. Da haben wir das Rätsel hier mit dem. Sag schon, mit dem. Stromumkehrer gehabt, wo dann der Doc uns drei, ja, vier waren wahrscheinlich, waren glaube ich auch vier Sachen beim Doc. Ach du Schande, so ein Rätsel wieder. Tja, typisch Dedelec. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Aha. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Aha. Notizblock? Können wir nicht. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Gut, Tipp 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Aha, okay. Das merke ich mir niemals, aber wir haben es ja jetzt aufgezeichnet. Wir haben es ja auf Band. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich mir später noch mal angucken. Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Das klingt alles sehr plausibel. Ja gut. Die Tipps haben wir uns jetzt angehört. Ja, hast du noch eine? Nein. Keine Sorge, ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Das glaube ich ja kaum. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Ach ja, also stimmt. Objekte, das hat die mich an die drei. Das erste ist das zweite. Emotionenanstellung und Essen. Da müssen wir hier erstmal die 3E Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon von meiner Ich glaube, hast du alles, was ich brauche, genauer Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die 3E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt okay, das zweite. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem. Okay. Ja, das müssen wir hier mal beenden. Lassen wir die mal wieder schlafen. Brett und Murmeln haben wir jetzt hier. Können wir hier noch irgendwas aus dem Raum mitnehmen, was wir dann hier in den Regalplatz legen können. Die Tipps, ja, die müssen wir uns dann noch ein paar Mal anhören. Meerschweinchen Lars. Ach, das ist das Maskottchen für das Banner. Interessant. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Aha. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Also eine Murmel ist auf jeden Fall weder eine Emotion noch etwas Essbares, noch eine Eigenschaft. Daher, obwohl das Meerschweinchen kann durchaus was Essbares sein, aber ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Muskete. Sieht ja interessant aus. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfad. Ich mag zwar, ich ja, kann ja, einen, ja, aber ja, also... Ja. Schlaf wieder.
Gut, hier können wir nichts mitnehmen. Den alten Greis, den können wir auch nicht mitnehmen. Notizblock. Ach du Schande. Führt zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Ach du. Ach du Liebe. Erstens wieder weiß erzeugt jedes Essen genau in der Emotion und vor der Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Wie jeder Stärke. weiß, erzeugt jedes Essen Gut. genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Oder so. Dann muss ich das nicht vorlesen, dann kann ich denen das vorlesen lassen. Okay, ja, pfuh. Skip. Ja, ich kann auch Diagramm ausfüllen. Nee, das wollen wir nicht machen. Äpfel im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Können wir ja schon mal machen. Wenn das ein Apfel ist, deute ich jetzt mal so. Apfel, Banane, Kokosnuss. Als Apfel war er nicht traurig. Das kann schon mal nicht sein. Als Apfel und traurig passiert schon mal nicht. Es hilft, es macht immer zur Stärke. Stärke, ja Mann. Ach du Schande, jetzt haben wir hier ein Elch, ein Igel und ein Bär. Das heißt stark wie ein Bär. Das heißt, Apfel hilft zur Stärke. Das heißt, das könnt ihr schon mal hinhauen. Apfel und Stärke. Okay, das ist fröhlich und stärkt. Okay, verstehe. Das heißt, am Ende müssten hier drei Kreuze sein. Drei Häkchen. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Also mit Wut im Bauch kommt er nicht Stärke. Also Bär und Wut, das haut schon mal nicht hin. Also hier, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut, Stärke. So interpretiere ich das jetzt mal. Das haut schon mal nicht hin. Heroische Taten, nicht traurig. Okay, das heißt, ach, das ist wütend, das ist schläfrig und das ist traurig. Heroische Taten, das ist dann wahrscheinlich am ehesten der Elch. Der Elch ist wahrscheinlich am ehesten oder der Hirsch. Das heroische Tier. Das heißt, traurig und heroisch. Das haut hier am besten hin. Da machen wir schon mal Häkchen rein. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Boah, schläfrig. Kokos, also Kokosnuss und Schläfrigkeit, das haut hier schon mal nicht hin. Da können wir schon mal Kreuzchen machen. Das bewahrt davor. Ist gut. Tipp Nummer 4. Ach so, viel zu Ende. Ja, ich kann nicht lesen. Das ist halt, ja, schon tragisch. Füllt zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten Tipps aus. Tja. Über die Banane haben wir jetzt noch nichts erfahren. Heroische Taten. Und ja, das sind jetzt die Infos, die wir jetzt aus den ersten. Ich glaube, wir können jetzt auch nicht zurückgehen, oder? Können wir irgendwie zurück? Ah ja, zurück. Und dann hier wieder rein in den Notizblock. Verstehe. Können wir mit dem nochmal über Nummer 4 reden? Der vierte Hinweis, der wäre nicht ganz so schlecht, dass wir den nochmal hören. Was? Kennen wir uns? Hinweis, Hinweis, Hinweis. Technische Stütze. Habe ich dir schon von ich glauben, alles, was ich brauche, genauer gesagt, beantwortet, dass du willst die Hinweise, das gefällt Ja. nämlich.
Hinweis 4. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch weder nicht fröhlich traurig eine über Banane. Eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Bitte nochmal.